Also willkommen weiterhin bei der DAFWERKOM 2020. Wir werden noch diesen Nachmittag einige interessante Beiträge hören, bevor die Konferenz zur Neige geht. Und als Nächste darf ich jetzt die Ehre haben, Frau Feigl-Bogenreiter aus Österreich willkommen zu heißen. Und sie wird über die Sprachenkamp erzählen, was sehr interessant klingt. Sie hat hinter sich Lehramtsstudium für Sprachen und dann auch hat sie dann auch andere Kompetenzen. Sie ist Erwachsenenbildnerin und hat auch viele andere Fertigkeiten, die mit diesem Thema gut zusammen zu führen sind. Also, damit die Zeit nicht mit meiner Vorstellung einfach verschwendet wird, heiße ich Sie also nochmals herzlich willkommen und wir warten jetzt mit großem Interesse auf Ihre Präsentation. Ja, hallo, auch ein herzliches Hallo von mir, Elisabeth Feigl. Ja, danke eben auch schon für die Einführung. Ich bin Sprachenreferentin der österreichischen Volkshochschulen, also des Dachverbandes aller österreichischen Volkshochschulen. Und es freut mich sehr, dass ich gleich nach Birgit Aschemann hier zum Wort kommen und ein anderes Format auch aus Österreich kommend vorstellen darf. Sie haben es schon vorhin erwähnt, es ist ein Sprachencamp. Eigentlich ein Barcamp für alle die, die das Format kennen. Das ist ein neues Format, wo es eben um Weiterbildung geht, aber auch sehr stark im Fokus steht, dass sich die unterschiedlichen Teilnehmenden vernetzen und auch selbst Inhalte einbringen können, weil Sie alle kennen klassische Weiterbildungen und in diesem Fall ist es eben eine Weiterbildung für Sprachkursleiterinnen aus der Erwachsenenbildung und Basisbildnerinnen. Und diese klassischen Weiterbildungen sind ja immer sehr stark dominiert, also von den vorgegebenen Inhalten. Und die Idee eines Barcamps ist eben, dass die Teilnehmenden selbst die Inhalte bestimmen. Also ein sehr demokratisches, offenes Format, bei dem wir wirklich auf die Kompetenzen und die Ressourcen der einzelnen Unterrichtenden zurückgreifen wollen und diese ausnutzen, also ausnutzen ist das falsche Wort, aber auf die zurückgreifen eben und auch den Austausch anregen wollen, weil wir einfach überzeugt sind, dass viele der Kolleginnen und Kollegen einfach ein sehr, sehr großes Wissen haben, das sie sich über die Jahre angeeignet haben und dass wir, wo wir suchen, dieses Wissen miteinander zu teilen. Ja, wie funktioniert das jetzt, so ein Barcamp? Das heißt, es gibt einzelne Zeitslots und während dieser Zeit hat man die Möglichkeit, einen eigenen Beitrag anzumelden. Und das Spezielle an unserem Barcamp ist eben, dass Sie sowohl die Möglichkeit haben, direkt nach Wien zu kommen, in die VHS Meidling und dort einen Tag lang mit uns eben dieses Barcamp zu gestalten. Oder es ist vorhin der Coronavirus gefallen, Sie wollen lieber nicht nach Meidling kommen oder sind einfach zu weit weg, dann können Sie auch online teilnehmen. Und das ist für uns wirklich ein sehr neues Format und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das bewähren wird und ob das wirklich gut funktioniert. Aber die Idee ist eben, sowohl digital als auch präsent sich miteinander zu verbinden und auszutauschen. Wir als Dachverband aller Volkshochschulen haben ja Kursleitende in allen Bundesländern. Das ist sehr schwierig, auch zum Beispiel von Vorarlberg bis nach Wien zu reisen, gerade für eine Tagesveranstaltung. Und so hat man eben die Möglichkeit, wirklich auch von dort oder auch von Deutschland oder wo auch immer an der Veranstaltung sowohl passiv als auch aktiv teilzunehmen. Also wenn Sie jetzt hier im Raum sagen, ja, ich bin in Deutschland, ich möchte aber gerne hier auch mal mitmachen, dann ist das auf jeden Fall auch sehr gut möglich. Wenn Sie online teilnehmen, können Sie entweder nur zuhören oder Sie können auch selbst den Beitrag einreichen. Ich klicke gleich auf die nächste Folie, möchte nur ganz kurz noch erwähnen, wen wir da allen gewonnen haben als Kooperatoren, die uns bei der Veranstaltung unterstützen. Also das ist sowohl die Wiener Volkshochschulen, die ja auch den Raum, die VHS
Meidling zur Verfügung stellen. Und die Sprachenverlage sind sehr prominent vertreten. Das freut mich sehr. Hueber, Kletz, Cornelsen. Und wie vorhin schon erwähnt, ist auch Werde Digital bei uns, weil ich glaube, der Spezialist in Österreich, der sich wirklich mit digitalen Medien auskennt, ist David Rödler. Und wir zählen sehr auf ihn in der technischen Unterstützung bei dieser Veranstaltung. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum soll ich an so etwas teilnehmen, was ist der Mehrwert, was bekomme ich da auch, dann geht es wirklich darum, eben in diesen Austausch zu kommen, neue Methoden aus der Praxis kennenzulernen. Also ich denke mal, es ist oft eine Sache, etwas theoretisch zu hören von Wissenschaftlern oder dann wirklich auch diesen Praxisbezug zu bekommen. Neue Lernformate, Ansätze. Es geht aber auch um Diskussion und Austausch. Also es muss nicht unbedingt etwas vorgestellt werden, sondern es ist auch eine Möglichkeit, in diesem Slot einfach in einen Austausch zu treten und neue Themen zu diskutieren. Und das Tolle, was ich wirklich als Erwachsenenbildnerin besonders hervorheben möchte, ist einfach, dass Sie als Kolleginnen aufgefordert sind, die Inhalte zu gestalten. Also wirklich sehr demokratisch und orientiert an den Bedürfnissen, die Sie haben, hoffentlich. Also es hängt dann immer ab von dem Mut, wie die Teilnehmenden das wirklich aufgreifen und teilnehmen. Aber wir haben ja im Vorfeld auch schon eine Plattform eingerichtet, Open Space nennt sich das, wo man auch schon im Vorfeld die Möglichkeit hat, Inhalte zu posten, und es gibt schon einige Mutige, die sich da schon vorwagen und sicher etwas präsentieren wollen. Also das ist für uns Veranstalter natürlich auch eine gute Sache, wenn wir wissen, dass es da Mutige gibt, die dann mit gutem Beispiel vorangehen, wo dann auch hoffentlich andere auch folgen und sich auch denken, okay, ich habe auch etwas Interessantes. Das muss auch nicht unbedingt etwas Neues sein, sondern es kann durchaus ein kritischer Blick auch mal auf die Digitalisierung sein, weil so gut, also wir alle sind der Meinung, wie Frau Aschemann vorhin gesagt hat, als Erwachsenenbildner muss ich heute digitale Kompetenzen haben. Aber ich vertrete schon auch die Ansicht, dass es auch wichtig ist, die anderen Bereiche auch nicht zu kurz kommen zu lassen. Und insofern ist eine kritische Haltung da durchaus auch willkommen. Noch ganz kurz zum Ablauf, dass Sie sich das vielleicht ein bisschen vorstellen können, wie das abläuft. Wir werden um 9 Uhr so mit einem inoffiziellen Teil beginnen und dann die erste Stunde dazu nutzen, im Plenum die Beiträge zu sammeln und dann auch zu ordnen. Also es wird dann auch ein Ranking geben, welche Beiträge besonders beliebt sind. Dann gibt es verschiedene Räume, wo das stattfinden kann. Und dann haben wir 4 Slots eingeplant, 2 vormittags und 2 nachmittags. Und diese Slots werden parallel in 3 oder 4 Räumen stattfinden. Das hängt jetzt noch ein bisschen ab, wie viele Teilnehmende wir bekommen. Also mittlerweile ist der Andrang sehr groß und wir freuen uns. Und ja, wir hoffen, dass das wirklich sehr voll wird und viele auch aktiv sich beteiligen. Was kann ich noch sagen? Ich möchte noch auf die Anmeldung verweisen. Wir suchen um Anmeldung, sowohl wenn Sie jetzt sagen, Sie kommen persönlich, also face-to-face, aber auch bitte, wenn Sie online teilnehmen wollen, damit wir einfach Bescheid wissen und Sie dann entsprechend einladen können. Es gibt eben dann im Vorfeld, sobald Sie sich angemeldet haben, die Möglichkeit, der Barcamp Community beizutreten und sich da und da auch schon mal Sessionsvorschläge anzukündigen oder auch einfach Ideen einzubringen. Das war es dann auch schon von meiner Seite. Wie gesagt, ich bin schon sehr gespannt auf dieses neue Format. Für uns ist das wirklich Neuland. Und es freut mich sehr, dass wir da eben einige schon gewinnen konnten, die mit uns das mal ausprobieren. Hier zum Schluss finden Sie nochmal die Links, wo Sie genauer nochmal dazu nachlesen können. Und ja, ich vielen, würde vielen Dank. Die einen oder andere hier begrüßen zu dürfen dann bei der Veranstaltung. Danke. Vielen, vielen Dank, Frau Feigl. Also vielleicht könnten Sie noch auch die Links auf der zweitletzten Slide oder Dia auch in den Chat eingeben. Dann hätten wir alle, weil wir hier eben keinen Zugang so haben, dass wir die langen Links kopieren können. Okay. Aber es klingt alles sehr interessant. Also vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, danke für die Möglichkeit, das hier vorstellen zu dürfen. Sehr gerne. Das ist ja das Forum.
Gut. Dann verabschiede ich mich aus Wien und wünsche noch eine spannende Konferenz. Und Vielen, vielen. ich gebe den Link noch ein. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt so.